einfach ganz wichtig, dass wir den Boden, unseren Ackerboden versuchen zu schützen, weil das letztendlich die Basis ist für die Zukunft, dass wir dauerhaft auf diesen Böden wirtschaften und ackern können. Und für die Zukunft brauchen wir das. Wir brauchen, dass unsere Betriebe überleben können, brauchen wir natürlich das Land. Das ist unsere Grundlage. Ich liebe es hier auf dem Hof, viel mit meinen Händen zu machen, dass ich einfach körperlich aktiv bin. Und natürlich gehört auch dazu, dass man viel im Austausch mit den Mitarbeitern ist. Wir befinden uns hier auf dem Guidohof. Der Guidohof liegt zwischen Chemnitz und Zwickau im Erzgebirgsvorland. Wir sind ein Gemischtbetrieb mit vielen verschiedenen Bereichen. Wir haben einmal eine Landwirtschaft und eine Vermarktung. Die Vermarktung wird von meiner Mutter geleitet. Ich bin für die Landwirtschaft zuständig und mein Bruder ist verantwortlich für die Bauprojekte, die jetzt zurzeit anstehen. In der Landwirtschaft haben wir 59 Hektar Ackerland, bauen Gemüse und Truschfrüchte an. Wir haben eine eigene Bäckerei, wo wir das Getreide selber anbauen, selber aufbereiten, selber mahlen. In der Vermarktung gibt es eigentlich zwei große Bereiche. Einmal den Hofladen und den Lieferservice. Im Lieferservice liefern wir Ökoprodukte nach Hause zu unseren Kunden, sodass die Kunden möglichst frisch ihre Waren nach Hause bekommen. Außerdem haben wir eine Jungpflanzenanzucht und können so fast alle Produktionsschritte im Gemüsebau selber bei uns auf dem Betrieb leisten. Den Guidohof gibt es seit 30 Jahren und es war damals eine Ruine und auch wenig Land. Und mittlerweile ist der Hof gewachsen mit den Menschen, die Bioprodukte kaufen wollen und sich daran freuen. Wir haben jetzt durch Kulturland 60 Hektar und ich freue mich sehr, weil das ein zukunftsweisender Plan ist, dass wir mehr Land bio bewirtschaften dürfen, auch besonders mit Schömbach zusammen, weil das ist unser Kooperationsbetrieb. Und es freut mich sehr, dass wir so zukunftsweisende Dinge tun dürfen. Dass der Hof auf guten Beinen steht und sozusagen die Zukunft für unsere Kinder gesichert ist. Das Besondere an Kulturland ist, dass Kulturland sehr faire Pachten anbietet. Es ist auch für einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb fast nicht mehr möglich, Land zu kaufen, weil die Landpreise einfach in den letzten Jahren so extrem explodiert sind. Und weil auch branchenfremde Unternehmen mittlerweile Land kaufen. Es gibt mittlerweile auch Autohäuser, die Land kaufen oder Immobilienmakler, die Land kaufen, einfach weil es eine sichere Anlage ist. Und das macht es für Landwirte total schwer, an Land zu kommen, geschweige denn an bezahlbares Land. Die Kulturlandgenossenschaft hilft Biobäuerinnen und Biobauern bei der Sicherung ihrer Anbauflächen. Wir haben uns gegründet, um Genossenschaftsanteile von Menschen einzusammeln, die Höfe unterstützen wollen, die in der Region produzieren. Wir kaufen Flächen aus Genossenschaftsanteilen, aus der Beteiligung der Menschen um den Hof herum und stellen sie dann den Bauern, Bäuerinnen dauerhaft eigentumsähnlich zur Verfügung. Man kann sich bei uns beteiligen mit einem Genossenschaftsanteil a 500 Euro. Das ist keine Spende, sondern es ist eine Beteiligung an der Genossenschaft, die kündbar ist. 5 Jahre muss man drinbleiben, dann kann man jährlich seine Anteile wieder kündigen und bekommt sie 1:1 wieder ausgezahlt. Ganz besonders geht mein Herz auf, wenn ich im Frühjahr sehe, wie die Kulturen wachsen und ich einfach die Gewissheit habe, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind und dass die Kulturen die besten Grundlagen haben, um wachsen und gedeihen zu können. Die Ernte ist dann natürlich das i-Tüpfelchen. Wenn wir dann die Truschfrüchte ernten, dann ist das für mich ein ganz besonderer Moment, weil das ist einfach dann der Lohn der Arbeit. Und ich wünsche mir das für meine Söhne, dass sie eine gute Balance finden zwischen der Arbeit und den Anforderungen von dem Hof und ihren persönlichen, ihrer Freizeit, ihren Urlaub, dass sie dort ihre Batterien wieder auftanken können. Und ich weiß, dass wenn sich ein Chef wohlfühlt und sozusagen seine eigene Zufriedenheit auch auf den Hof ausstrahlt, dass das das Beste für die Mitarbeiter ist.